Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen Douglas-Haul für dich, wo ich quasi in Schnelligkeit die Produkte in mein Gesicht bringen werde. Es ist auch ein bisschen was von Maxime Giacomo und aus dem Pelletier Verlag mit dabei. Von Benefit habe ich was zugeschickt bekommen. Ja, und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Also, wir fangen zuallererst, also wir gehen halt wirklich so durch, wie es im Fullface aufs Gesicht kommt, ne? Ich habe zuallererst was von It Cosmetics zugeschickt bekommen. Da habe ich auch an einem Online-Seminar teilgenommen. Da wurden die Produkte etwas intensiver vorgestellt. Es gibt nämlich 4 verschiedene Serien, die müsste es auch bei Douglas zu kaufen geben. Einmal habe ich Bye Bye Dullness Concentrated Derma Serum mit Vitamin C 15% und Vitamin E. Ja, Vitamin E ist ja dieses Schönheitsvitamin, was quasi ja, die Haut wieder regenerieren und schön machen soll. Bye Bye Lines, also wenn man halt wirklich ein bisschen mehr so Lifting-Effekt haben möchte, mit 1,5% Hyaluronsäure, dann Peptiden und Vitamin B5 ist auch mit dabei. Das kommt in so einer Pipettenflasche. Bye Bye Pores, das kommt mir sehr bekannt vor tatsächlich. Und das hier ist mit 10% Glykolsäure und auch wieder mit Hyaluronsäure, also quasi sowohl Pickel austrocknend, also quasi dass die Pickel so verschwinden, als auch hautberuhigend, als auch Feuchtigkeit spenden. Sehr interessant. Und dann noch zu guter Letzt Bye Bye Dark Spots mit 4% Niacinamiden, was ja so aufhellend wirken soll. Und Ethylvitamin C 1% ist hier drin enthalten. Ich werde aber als Base heute bzw. als Primer was ganz anderes verwenden. Und zwar habe ich hier von Catrice aktuell in Anwendung Hello Good Stuff Primer Serum Hydrate and Plump mit Blaubeere und Squalan. Das ist sehr hautberuhigend und ich verwende das wirklich einfach nur als Primer. Denn wenn ich eine neue Foundation ausprobiere, verwende ich eigentlich am liebsten als Base etwas, was ich schon kenne. Bei Douglas habe ich mir nämlich die neue Foundation von It Cosmetics bestellt. Passt ganz gut jetzt, ne? Your Skin But Better Foundation und Skincare Improves Bare Skin in 2 Weeks. Okay, das müsste man dann wirklich regelmäßig anwenden. Water Light Medium Coverage Natural Radiant Finish. 30 ml sind hier drin. Und ich habe die Farbe Light Cool 20 mir ausgewählt. Könnte passen tatsächlich. Bin sehr gespannt drauf. Gratis mit dabei gab es auch einen Pinsel von It Cosmetics. Den werde ich aber demnächst in einen Adventskalender packen. Das ist der Complexion Perfection Bookie. Ne? Ich verwende ja keine Kabuki-Pinsel, deswegen wird der auf jeden Fall weiter wandern. Denn um mir das Produkt aufzutragen, habe ich bei Maxime zugeschlagen und habe mir zuallererst diese wunderschöne Geschichte geholt. Also zuallererst habe ich hier die Mischplatte, die halt auch so einen richtig Spiegeleffekt mit dabei hat. Und der Spatel, das ist so ein Set. Wow, ja, die Foundation ist wirklich sehr flüssig. Das sieht man auch richtig, ne? Cool. Und natürlich habe ich mir auch diesen Microfiber geholt. Da ist in einem Set nämlich 2 Stück drin. Einer ist noch in der Verpackung und das hier ist der, den ich schon etwas angefeuchtet habe. Denn damit möchte ich jetzt schon mein Make-up gleich einblenden. Ich trage das aber erstmal mit einem Bufferpinsel auf, aus einem Zoeva-Pinselset, was ich euch auch in meiner Infobox verlinke. Witzig, man kann das wirklich auch als Spiegel verwenden. Man sieht sich zwar ein bisschen dunkel, aber man sieht sich. Die Foundation gefällt mir schon mal. Tolle Farbe, tolle Deckkraft, also nicht zu viel, nicht zu wenig. Schön, mag ich. Und wenn ich schon mal bei Maxime einkaufen bin, kann ich ja auch direkt zu Danny rüberhüpfen. Da habe ich mir auch ein bisschen was bestellt. Zum einen habe ich mir diese coole Lesekatze bestellt. Die ist aber weniger für mich, sondern eher für jemanden zum nachträglichen Geburtstag und vorzeitigen Weihnachtsgeschenk. Marion, du weißt, wen ich meine, ne? Nochmal, das Buch Stalker. Das möchte ich gerne in meiner 20.000 Abonnentenverlosung mit reinpacken. Liebe ich das Buch, ist wirklich toll geschrieben. Und dann habe ich mir das neue Buch von Danny geholt, Das Spukhaus, eine wahre Geschichte, super interessant, da freue ich mich richtig drauf. Und hier habe ich auch eine persönliche Widmung drin für Claudi. Alles Liebe, Danny Pelletier, am 6.10.2021. Ich habe mir eine Widmung gewünscht, kann man machen. Und ich habe eine Tasse bestellt, auch die ist als Geschenk gedacht. Haben die mal so cool eingepackt. Ja, das ist einfach eine Katzentasse. What? Ja. Also für eine Katzenfreundin habe ich auf jeden Fall die Tasse gekauft. Ja, die beiden Utensilien mit Katze sind dann natürlich für Marion. Und jetzt habe ich noch ein weiteres neues Produkt von Douglas mir gekauft. Und zwar von Anastasia Beverly Hills. Magic Touch Concealer habe ich mir bestellt in der Farbe 4. Da bin ich ja mal gespannt, ob ich da richtig gewählt habe. Ich glaube, das ist ein relativ neues Produkt, oder? Oha, was ein Riesenfuß. Ist kein Füßchen mehr, ist ein Fuß. Oh, das funktioniert aber richtig toll, ne? Wegen dem Concealer und auch wegen dem Multitool. Schön.
tippitoppi, muss ich sagen. Also das ist ein feines Produkt, kann ich empfehlen. So, und Maxim hat gesagt, dass es super funktioniert, sich loses Puder damit aufzutragen. Probieren wir das mal aus. Dafür nehme ich aber lieber seinen Spiegel zur Hand, weil da sehe ich mich einfach besser drin. Wow, ja, ja, schön, 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 schön. Das funktioniert ganz toll und gefällt mir einfach gut. Ja, es sieht noch ein bisschen wild aus, aber nachdem ich immer loses Puder aufgetragen habe, pudere ich nochmal mit festem Puder ab. Dafür nehme ich mir jetzt aber einen Pinsel, weil sonst wird mir das zu cakey mit meiner trockenen Haut. Doch, das gefällt mir von der Optik her richtig gut und sieht alles irgendwie flawless aus. Schön. Ich habe übrigens auch was von Purish zugeschickt bekommen. Da könnt ihr mit dem Code CLAUDISWELT 15% sparen. Und zwar hat Love mit Letizia Lehmark Blush, Bronzer und Highlighter rausgebracht. Und da wurden mir die drei Schätzeleins zugeschickt. Die probieren wir mal aus. Einmal habe ich Dream Glaze, das Contour Duo. Wunderschöne Verpackung. Erstmal gehe ich in den kühleren Ton rein, was ja quasi der Konturton ist. Oha. Kickback. Lässt sich aber schön auftragen. Dann verwende ich den etwas wärmeren Ton, was ja der Bronzer ist. Oh ja, das funktioniert auch schön. Bringt auf jeden Fall eine schöne Wärme und Kontur ins ins Gesicht und hat eine ordentliche Pigmentierung. Hui! Dann habe ich hier das Blushing Duo. Müssen wir nicht drüber reden, die Verpackung ist echt schön. Auch hier habe ich zwei verschiedene zur Auswahl. Ich mix die einfach. Pigmentierung ist hier dezenter, als ich dachte. Sehr schön und wir haben Schimmer mit drin. Das mag ich. Aber lässt sich aufbauen. Jupp, 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 jupp. Hübsch, ne? Ich mag das. Das sieht schön aus. Gesund. Ja. Und natürlich ist das Highlighting Duo auch noch mit dabei. Das ist so beige, rosé. Schön. Und auch die Töne sind rosé und Champagner. Auch die beiden mische ich mir einfach mal, weil ich für die andere Seite gleich was anderes habe. Holla, die Waldfee. Na, du bist ja ein schöner Highlighter. Intensiv, relativ kühl, weil ich das Rosé... Oh, wow. Weil ich das Rosé noch mit reingemischt habe. Schön. Also für mich farblich echt passend, ne? Denn ich habe mich weiterhin anfixen lassen und habe mir von Dior etwas geholt. Den Forever Couture Luminizer. Ja, das ist ein Highlighter, ne? Ich weiß nicht, ist der neu? Habe ich mir auf jeden Fall gekauft in der Farbe 01 Nude Glow. Der sieht wunderschön aus. Man mag gar nicht mit dem mit dem Pinsel durchgehen. Abklopfen kann ja jeder. Der ist subtiler, erwachsener. Mag ich gerne leiden. Ist ein schöner Alltagshighlighter, ne? Auch Benefit ist in diesem Video vertreten, denn ich bin im Benefit Club Pink drin. Das heißt, ich kann an Online-Seminaren teilnehmen und bekomme ab und an mal Produkte zum Vorstellen zugeschickt. Und die haben mir ein ganz neues Produkt auf den Markt gebracht, was ich mir tatsächlich auch schon bei Douglas selber bestellt habe. Ich weiß nur nicht, welche ich hier zugeschickt bekommen habe und welche ich mir selber gekauft habe. Das ist hier die Pomade Brow Pomade. Ich habe sie hier in der Farbe 2 und in der Farbe 2,5. Außerdem habe ich den Goofproof Brow Pencil, das dürfte 0,11 Gramm, das dürfte eigentlich ein relativ basic Produkt sein, oder? Was es auch schon länger gibt, Farbe ist 3,5. Hier sehen wir einmal von der Pomade die Farbe 2 und die Farbe 2,5. Ich glaube 2,5 ist mehr was für mich, Neutral Blond ist eher besser für mich was als Warm Golden Blond. Ich glaube nicht, dass ich Warm Golden Blond bin. Hier haben wir einmal im Vergleich die Farbe 2 und die Farbe 2,5. Auch mit dabei habe ich einen Augenbrauenpinsel von Benefit. Ich werde auf dieser Seite die Pomade verwenden und auf dieser Seite den Goofproof Pencil. Die Pomade ist mega cremig und passt farblich 1A. Ist vielleicht ein Müh zu dunkel für mich, also da hatte Benefit schon recht, als die mir eher die Farbe 2 empfohlen haben. Aber ich bin eigentlich ganz fein jetzt mit der Farbe. Sehe halt nur, hallo? Ganz schön krass. Muss ich noch ein bisschen ausblenden, ne? Gefällt mir schon mal richtig gut. Und jetzt mache ich hier den Goofproof drauf. Ich mag zwar beides gerne leiden, aber ich glaube, dass ich eher ein Fan von der Pomade werde, ne? Weil das halt noch ein bisschen schneller funktioniert hat. Und irgendwie natürlicher aussieht für mich. Jetzt verwende ich natürlich den 24 Hours Brow Setter, um das Ganze zu setten. Beziehungsweise um es zu fixieren und ist dann schon mal der Rahmen für mein Gesicht. Ich finde, dass ich meine Augenbrauen jetzt heute ganz schön hart gemalt habe, aber hey, der Look wird gleich ausgefallen.
Man bekommt ja immer so Goodiebags dazu, wenn man bei Douglas bestellt. Ne? Also das steht dann auf der Startseite. Hier habe ich einen und da gucke ich mal, was ich daraus gebrauchen könnte. Eisenberg Paris Soin Liftin Corp. Das ist ein Körpergedönsen mit 15 ml. Brauche ich gerade nicht. Professional Sebastian Dynamic Plus, ein Trockenshampoo mit 75 ml. Auch das brauche ich gerade nicht. Y Leave-In Conditioner 25 ml. Nicht für ein Full Face. Kiehl's Avocado Nourishing Hydrating Mask. Das hätte ich am Anfang verwenden können. 10 Gramm. Ein Parfum. Sarko Parfüm The Muse Denmark. 1,5 ml. Das können wir uns mal drauf sprühen, um zu riechen, wie es so riecht. Es riecht nach frisch gewaschener Wäsche. Das riecht voll angenehm. Das könnte ich mir fast schon als Kissenspray vorstellen. Also sofern ich was rieche. Ich rieche ein bisschen was, ne? Aber das gefällt mir. Gut, und Monolidschatten. Glam Matte Eyeshadow von Mesauda Milano Ombretto 1,5 Gramm. Das werde ich jetzt nicht verwenden. Dann gab es noch irgendwie von Chanel Le Lift Creme 5 ml gratis mit dabei. Brauche ich gerade nicht. L'Avie Belle von Lancôme eine Body Lotion mit 50 ml. Brauche ich auch gerade nicht. Dann greife ich mal in meine möchte ich noch zeigen Geschichte. Die Lethal Cosmetics Lethal Is Dead Palette werden wir jetzt mal im Schnelldurchgang verwenden. Sieht hammermäßig geil aus. Ich liebe diese Farben. Ich setze mir zuallererst den Ton Body Snatched auf mein bewegliches Lid und blende den auch nach oben hin dann ein wenig aus. Das ist so ein richtiger Kermit der Froschton, finde ich, ne? Voll cool. Den Ton Creature Feature, das ist so ein schönes Türkis, setze ich mir hier außen hin und blende den dann auch in die Lidfalte rein, beziehungsweise bei mir am Knochen entlang. Den Ton Watery Grave, also quasi Wassergrab, gebe ich an meinen unteren Wimpernkranz und blende den auch nach oben hin mit ein. Bei den Schimmertönen muss man ein bisschen aufpassen, denn die sind sehr flockig. Dann nehme ich zuallererst Straight to VHS und presse den richtig schön oben auf mein Lid. Auch im Innenwinkel kommt dieser Ton sehr gut, aber den trägt man am besten auf, indem man sich so kopfüber über den Spiegel hängt. Ansonsten flockt man sein ganzes Gesicht zu und das wollen wir ja nicht. Als letztes nehme ich dann nochmal Spellbound und trage mir den am unteren Wimpernkranz auf. Beginnt im Innenwinkel bis ungefähr zur Mitte, um dann nochmal so ein richtiges Highlight zu schaffen. Abgerundet wird das Ganze mit dem Dior Highlighter als Augenbrauen-Highlight, dem Liquid Eyeliner von Ila Maska und natürlich Fixing Spray. In so einer weiteren Goodie Bag hatte ich eine Mascara mit dabei und da waren noch weitere Produkte mit drin. Hier hatte ich einfach zwei Proben so generell mit dabei gehabt. Dann von Paula's Choice, das 2% BHA Liquid Exfoliants mit 30 ml. Von Caudalie die Venusaur Hydra Cream mit 15 ml. Von NYX das Oui Protégieuse für Körper, Gesicht und Haare mit 10 ml. Eine Seife von Klaus Porto. Citron Verbena, 30 Gramm. Und 10 ml von Dr. Irene Ehres Institute Solutions Y Lifting Oral. Nein, Oval. Oral vor allem. Modeling Uplift Lichtschutzfaktor 20 Day Cream. Oral vor allem. Genau, und da war auch mit drin von Vapour Mesmerize Mascara Mini 3 ml. Die werde ich jetzt mit euch zusammen ausprobieren. Mattschfarbene Verpackung, passend zu meinem Augenlook. Kunstfaserbürstchen, was eine ganz normale Form hat. Ohne Duft. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Das ist wohl die am natürlichsten erscheinende Mascara, die ich seit langem hatte. Ich mag die nicht, deswegen lege ich da lieber noch ein bisschen was drüber. Ich weiß, es ist auch nicht jedermanns Sache, aber ich mag es halt lieber, wenn das ein bisschen intensiver getuscht ist, ne? Ich habe jetzt einfach noch eine dünne Schicht von Maybelline The Four Seas Lash Lift Mascara drüber gegeben. Das ist die hier, mag ich ganz gerne. Und ja, die macht halt ein bisschen mehr, ne? Und ich verwende halt ein krasses Wimpernserum und ein krasses Augenbrauenserum, beides von Grande Cosmetics. Gibt's bei Purish und mit dem Code Claudiswelt15 sparst du 15% bei Purish. Wow! Alles in der Infobox verlinkt. Ja, das ist einfach mehr so mein Style, ne? Und apropos mehr so mein Style, wenn ich schon so einen kunterbunten Augenlook habe, nehme ich entweder einen knallroten Lippenstift, schmeiße ich mich in meine Weihnachtsklamotten und öffne mit euch Adventskalender oder
Ich nehme einen Lippi, der etwas zurückhaltender ist. Das ist jetzt von Und Gretel Berlin in der Farbe 7 Nude Shimmer. Und den habe ich jetzt nicht neu gekauft, den hatte ich in einem Adventskalender drin. Ei, was eine schöne Farbe, ne? Den mag ich gerne leiden. Der ist hübsch und der passt auch voll zum Look. Und apropos Look, das ist ja nun der fertige Look. Mir gefällt. Ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls. Hier unten meine Playlist mit den ganzen Schminkies. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!